Deutschland, nicht Deutschland. Wäre nicht längst die Frage gestellt worden, wer ist schuld an diesem, in Anführungszeichen, Desaster? Und Deutschland wäre auch nicht Deutschland, wäre nicht in verschiedenen Lagern diese Frage unterschiedlich beantwortet worden. Oder Liemanns Trainerin Gabi Fuß gab der deutschen Presse, der deutschen Sportpresse, die Schuld. Die deutsche Sportpresse gab dieses Kompliment an die Trainerin zurück. Gunda Liemann gleich zweimal taktisch falsch beraten hätte. Gibt es auch Beobachter, die von einer gewissen Form von poetischer Gerechtigkeit reden. Der Liemann-Clan habe sich, so ist zu hören, in den letzten Jahren zunehmend von der deutschen Mannschaft, auch von der deutschen Eisschnelllaufmannschaft, isoliert und ernte jetzt in der Stunde des Misserfolges das, was in der Stunde des Triumphes gesät worden sei. Gunda Liemann heute sicherlich das heißeste Eisen im Feuer für die Deutschen. Ihre Hauptrivalin wird wohl erst im letzten Paar heute auf diesen Kurs auf die Bahn gehen. MSE Hunyadi aus Österreich. Die Auslosung also hat es gut gemeint mit den Veranstaltern und mit den Sportfans, mit uns, den Zuschauern in aller Welt. Denn hier ist wirklich für Spannung gesorgt bis zum letzten Moment dieses Wettbewerbs. Zum dritten Mal insgesamt, zuerst bei Olympischen Spielen, dieser Wettbewerb im Programm. Beim letzten Mal gab es einen Dreifach-Triumph der deutschen Mannschaft, mit dessen Wiederholung heute gewiss nicht unbedingt zu rechnen sein wird. Nicht zuletzt aus dem Grunde, weil nur zwei deutsche Läuferinnen am Start sind. Die eben bereits angesprochene Gunda Liemann und Claudia Pechstein, die wir im vierten Paar des Tages des Wettbewerbs sehen werden. Claudia Pechstein, die Bronzemedaillengewinnerin von Albertville, gewiss auch heute mit einer Medaillenchance. Die Aufgabe, eine Richtzeit vorzulegen, haben zunächst Anna-Maria Thomas aus den Niederlanden und Miki Ogasawara aus Japan. Beide sollten eigentlich aufgrund ihrer persönlichen Bestleistungen keine entscheidende Rolle. Kanadische Meisterin, aber auf den Langstrecken haben alle amerikanischen Staaten, ob es die USA oder Kanada ist, keine besonders guten Läufer. Sie sind alles Läufer, die den Sprint bevorzugen. Übrigens wird natürlich auch in Innsbruck das Wettbüro heiß laufen, denn dort gibt es tatsächlich ein Wettbüro, das Wetten für Eisschnelllauf annimmt. Also so wie es in England üblich ist, dass man beim Tennis und überall wettet, wer gewinnt das und den Einlauf etc. So ist es auch hier für den Eisschnelllauf möglich. Und da war sowohl bei der 3000 Meter Strecke als natürlich auch heute für die 5000 Meter Strecke Gunda Liemann, die absolute Bank. Jeder tippte auf Gunda Liemann, sie sagten schon, da gibt es gar nichts mehr zu gewinnen. Und dann passierte doch leider auf 3000 Meter Folgendes, dass Gunda Liemann nach einer Runde in der dritten Kurve auf die Begrenzungshütchen kam, auf die Bahnmarkierungshütchen, mit einem Hütchen wegrutschte und stürzte und somit ihre Medaille vergab. Wenn man bedenkt, dass Gunda Liemann seit 1990 alle 3000 und 5000 Meter Läufe gewonnen hat, so konnte man sie nur auf den ersten Platz setzen. Wer dachte jemals an einen Sturz? So, noch drei Runden für Claudia Pechstein. Zwischenzeit 5,28. Oh, sie hat sich gut gehalten. Ist noch 3,3 Sekunden besser als Belci. Liegt also auf einer Zeit von exakt 7,17 im Augenblick. 7,17. Damit würde sie ihre eigene Bestzeit um über 10 Sekunden, das heißt genau gesagt um 16 Sekunden verbessern. Ähnlich wie es Olaf Kost gemacht hat, der ebenfalls auf der längsten Strecke sich schlagartig um 13 Sekunden verbessert hat, wo niemand für möglich hielt. Auf demselben Kurs einer persönlichen Bestzeit liegt jetzt Claudia Pechstein. Noch zwei Runden. 6,03. Sie steigert sich sogar noch, also gegenüber Belci. Belci hat da schon schwer abgebaut, während sie konstant ihre Rundenzeit hält und jetzt 4 Sekunden besser ist. Auf 7,16 liegt. Und jetzt geht natürlich die Halle mit. Das ist heute nicht so ausverkauft wie sonst. Das ist natürlich
der einen Seite für die Stimmung etwas schade, aber fürs Eis besser, denn je weniger Leute in der Halle sind, desto besser ist die Luft, desto besser ist das Eis und desto größer ist die Gleitfähigkeit des Eises. Ja, Sie sehen, jetzt kämpft sie ein bisschen, sie lässt jetzt den Arm mitschwingen, sie legt ihn jetzt nicht mehr für den Endspurt auf den Rücken, sondern versucht jetzt das Tempo durch den Armschwung zu unterstützen. Durchgangszeit 6,38, 5,35 besser, das heißt 7,15, 7,15. Denken Sie daran, der Weltrekord von Gunda Niemann liegt bei 7,13 und der olympische Rekord bei 7,14. Es ist übrigens jetzt erst das dritte Mal, dass die Strecke olympisch ist. 1988 begann man mit den 5000 Metern der Damen. Und jetzt die letzten 50 Meter für Claudia Pechstein. 7, 12, 13, 14, 7, 14, 37. Das ist bisher absolut die Bestzeit des heutigen Tages für die ersten Paare. Und für unsere Läuferin selbst eine wahnsinnige Verbesserung. Ganz, ganz toll. Wir können ihr nur gratulieren. Sie kann kaum mehr stehen, sie hat sich so verausgabt, sie muss vom Trainer, das können Sie jetzt nicht sehen auf der Gegenüberseite, sie fällt mit dem Trainer noch hin, wie Sie sehen. So fix und fertig ist sie, selbst der Trainer hatte nicht mehr die Kraft, scheinbar vor lauter Aufregung. Der Joachim Franke hatte nicht mehr die Kraft, seine eigene Läuferin zu stützen. Wahrscheinlich steht er nicht mehr so ganz gut auf dem Schlittschuh, er hat schon lange nicht mehr geübt und fällt mit ihr um, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das war eine ganz, ganz fantastische Leistung. Aber nochmal kurz zu Liepa. Sie läuft eine Zeit von 7,49,38 und bleibt damit 4 Sekunden über ihr Bestzeit, also nahezu die einzige, die ihre Bestzeit nicht erreichen konnte. Im fünften Paar startet die Japanerin Hiromi Yamamoto gegen die Rumänin Teresa Terasela Hordobizio. Hordobizio ist 25 Jahre alt und hat bei der Europameisterschaft in Hama am 9.1. dieses Jahres über 5000 Meter den 12. Platz belegt. Sie sehen sie jetzt rechts im Bild. Dagegen die Japanerin hat noch keine Platzierung bei den Weltcups in diesem Jahr. Sie hat zwar eine Bestzeit von 7,30,85, aber sie startete nur im eigenen Land in Japan. Deshalb fehlt uns im Augenblick der Vergleich. Bei dem 3000 Meter Wettbewerb am 17.02. wurde sie siebte, bei den 1500 Meter 15. Und warten wir also ab, welche Zeit sie angehen kann. Sie hält sich noch vornehm zurück, vornehm wegmarschiert. Also bisher war es ja im Reglement so, dass die besten Läufer der Welt in der ersten Gruppe gestartet sind. Das hat man aber dann hier in Hama bei den Olympischen Spielen das erste Mal geändert. Und dann geht ja das Publikum meistens nach der ersten Hälfte schon nach Hause. Man hat jetzt die schwächeren Läufer in die erste Gruppe gepackt und die guten Läufer in den Schluss der Veranstaltung. So dass es also immer von Läufer zu Läufer jetzt praktisch spannender wird, wer gewinnen wird. Hordobizio 7,04, das heißt, sie liegt auf einer Zeit von 7,39, also um die 7,40. Ihre Bestzeit ist der 7,45, damit wäre es immer noch unter der Bestzeit. Aber jetzt die Japanerin durchs Ziel in 7,19,68. 7,19,68 und damit verdrängt sie die Italienerin auf den dritten Platz. Also jetzt noch Claudia Pechstein, erste, Yamamoto, die gerade durchs Ziel ging, den zweiten Platz mit 7,19 und 7,20 die Italienerin Becci. Hordobizio 7,41,65, damit auch noch 4 Sekunden ihre Bestzeit verbessert. Und hier sehen Sie nochmal Claudia Pechstein, sie hat sich so verausgabt, dass sie, so wie sie da sitzt, wahrscheinlich Magenkrämpfe hat. Und aber sie kann sich erholen, ihr Rennen ist gelaufen und ihre Zeit ist fantastisch. Ich glaube, dass da eine Medaille drin ist. Und hoffentlich jetzt auch für die nächste deutsche Läuferin, nämlich Gunda Niemann. Gunda Niemann, sehr konzentriert heute, sehr ernst. Denn Sie wissen es ja bereits alle, auch bei 3000 Meter stürzte sie bereits nach einer Runde unglücklich, weil sie mit dem Schlittschuh auf eine Bahnmarkierungshütchen kam. Sie, die in Albertville über 5000, 3000 die Goldmedaille gewonnen hat. Im Wettstreit gegen rechts im Bild Svetlana Baschanova, die dann die Chance bei 3000 hier in Hama nützte und die Goldmedaille auf 3000 Meter gewann. Also eine gute Gegnerin für Gunda Niemann. Gunda Niemann, die Weltmeisterin von 91, 92, 93,
Man könnte eine ganze Liste ablesen, was sie schon alles gewonnen hat. Sie war die ungekrönte Königin des Eisschnelllaufs und musste durch so ein Pech beim 3000-Meter-Lauf eine wirklich sichere Goldmedaille vergeben. Das ist ihr Stil. Mit beiden Armen versucht sie möglichst schnell das Tempo zu erreichen, das sie dann konstant durchhalten will. Sie eröffnet mit 20:55. Das ist also nahezu dieselbe Zeit wie bei ihrem Weltrekordlauf, denn sie hält den Weltrekord in 7:13:29 hier in dieser Halle gelaufen. Und jetzt dieser mächtige Schwung, das kraftvolle Abstoßen, das ist die spezielle Technik von Linda Niemann, wo man sie blind aus einem Feld heraus erkennen kann. Linda Niemann, 27 Jahre alt, startet für den Eissportclub in Erfurt. Ist derzeit in der Bibliothek des Thüringer Innenministeriums beschäftigt, sodass sie Zeit zum Training hat. Als Leichtathletin begann sie, Hürdenläuferin war sie früher und mit 17 Jahren kam sie dann zum Eisschnelllauf. Und bereits 1988 belegte sie bei den Europameisterschaften einen zweiten Platz. Und eben seit den 90er Jahren ist sie die beste Vierkämpferin der Welt. So, sie geht vorne weg, wie könnte es anders sein, in einer Zeit von 1:25:31 liegt sie derzeit auf einer Zeit von 7:11. 7:11, das wäre also ein neuer Weltrekord. Wenn sie diese Zeit durchhalten kann, würde sie ihren eigenen Weltrekord von 7:13 unterbieten. Die russische Läuferin Svetlana Baschanova ist 21 Jahre alt und seit 1988 im russischen Team, war dreimal Juniorenweltmeisterin, bekam auch für ihre Juniorenweltrekorde einen Goldring geschenkt mit 2 Diamanten und wurde zur internationalen Meisterin des Sports in Russland ernannt. Sie hat eine Bestzeit von 7:26 und sie liegt im Augenblick auf einer Zeit von 7:14. Sie versucht also die Zeit von Claudia Pechstein anzugreifen. Linda Niemann hält dieses Mal respektvoll Abstand in der Kurve von der Markierung, die ihr bei den 3000 Metern zum Verhängnis wurde. Und wieder eine 33er Runde. Zwischenzeit 2:32. Damit liegt sie exakt aufs Hundertstel genau auf der Zwischenzeit, die sie bei ihrem Weltrekord hatte. Eingeblendet sehen Sie Gabi Fuß, ihre Trainerin, die ihr jeweils eine Marschrichtung vorgibt. So, und jetzt kommt wieder ein Richtpunkt für uns. 3:06:32. Sie liegt also bisher noch 15 Sekunden unter ihrer Bestzeit, unter ihrem Weltrekord. Und wie man sie kennt, weiß man, dass sie ihre Rundenzeiten konstant einteilen kann, dass sie die Kraft besitzt, Rundenzeiten von 34 durchzulaufen. Der Weltrekord ist da oben eingeblendet, also ihre Zwischenzeit beim Weltrekord. Die können Sie selbst vergleichen. 30:40, 3:40. Oh, sie steigert sich sogar. Im Augenblick ist sie eine Sekunde wieder besser als ihr Weltrekord ist. Eine Sekunde besser. Und ich muss nochmal sagen, genauso wäre es bei den 3000 Metern gewesen. Genauso, da kann einer sagen, was er will, wenn nicht diese Bahnmarkierung hier in dieser Kurve jetzt zum Verhängnis geworden wäre. So, eine neue Zwischenzeit. 4:15:92. 4:15:92. Immer noch eine halbe Sekunde unter ihrem Weltrekord. Sehen Sie, das macht ihre Schnelligkeit aus, dieser kraftvolle Tritt, dieser starke Armschub auf der Geraden, den sie durch den starken Armschwung unterstützt und wo sie dann eine Gleitphase pro Schritt von 4-5 Metern hat. Wenn sie so wuchtet, dann sind das keine Ermüdungserscheinungen, sondern das ist ihre Technik, die sie speziell für sich ausgebildet hat. Zwischenzeit 4:51. Noch 4 Zehntel unter ihrem Weltrekord.
Sie scheint jetzt ein klein bisschen eine Ermüdungsphase zu bekommen. Die russische Läuferin, sehen Sie hinten im Bild, sie liegt im Augenblick noch 2 Sekunden besser als Claudia Pechstein. Die russische Läuferin trainiert im Sommer sehr, sehr viel mit Rollerskates, also mit den Rollschuhen, die ebenfalls die Rollen hintereinander hat, um die Schlittschuhtechnik laufen zu können. Sie hat ihren Diplom-Sportlehrer vor kurzem gemacht, obwohl sie sagt, am liebsten wäre sie Hausfrau, dann hätte sie am meisten Zeit zum Training. Und jetzt die Zwischenzeiten von beiden. Immer noch eine hervorragende Zeit von Baschanova. Sie liegt immer noch besser wie Pechstein. Bei Gunda Niemann ist es soweit schon klar, dass sie die Tagesbestzeit auf jeden Fall hat. Darum gehe ich immer noch mal auf unsere Claudia Pechstein ein, ob sie vom zweiten Platz verdrängt werden kann. Und jetzt Gunda Niemann in 50 Metern den Zielstrich wieder übergeht, überfährt, dann hat sie noch 2 Runden zu laufen. Zwischenzeit jetzt 6:02:73. Sie liegt im Augenblick 4 Zehntel über ihrem Weltrekord. Bei ihrem Weltrekordlauf hatte sie 6:02:39. Die Trainerin gibt ihr nochmal einen Hinweis. Anhand der Tafel wird ihr genau reingezeigt, wie sie liegt. Und Baschanova baut jetzt sichtlich ab. Also damit bleibt Pechstein oben. Also das kann ich unseren deutschen Zuschauern schon sagen. Baschanova bricht ein und jetzt die letzte Runde für Claudia, für Gunda Niemann. Sie liegt jetzt 1 Zehntel über ihrem Weltrekord, 1 Zehntel über ihrem Weltrekord. Und Baschanova jetzt, oh, sie ist jetzt schon 7 Sekunden hinter Pechstein. Also sie hat in den letzten 3 Runden böse eingebüßt. Sie scheint sich ein bisschen übernommen zu haben mit dem Anfangstempo. Jetzt Gunda Niemann hat sie noch 100 Meter zu laufen. Noch 100 Meter, dann ist der Traum wahr. 7:13:29 ist ihr Rekord und sie läuft 7:14:88 und ist damit sage und schreibe 5 Zehntel über Claudia Pechstein. Sie hat also doch in der letzten Runde jetzt eingebüßt. 7:14:37 für Claudia Pechstein und 7:14:88 für Gunda Niemann. Und da jubelt, jetzt sind die Magenkrämpfe vorbei bei Claudia. Nochmal die Einblendung, Claudia Pechstein führt mit 7:14:37 und Gunda Niemann zweite mit 7:14:88 und Yamamoto noch weiterhin dritte mit 7:19:68. Und da umarmt Franke natürlich seinen Schützling Claudia Pechstein. Eine tolle Leistung, sie ist wirklich gelaufen bis zum totalen Umfallen. Und Gunda Niemann ist doch von den Nerven strapaziert gewesen in den letzten 2 Tagen, sodass sie ihr Anfangstempo in der letzten Runde nicht mehr halten konnte und eben mit jenen 5 Zehntel den ersten Platz abgeben musste. Ja. Unverständnis auch in den Augen von Gabi Fuß. Wieder sagt, ich meine, die Leistung von Gunda Niemann ist ja sensationell, gar keine Frage, aber jetzt sieht man erst, was Claudia Pechstein gemacht hat. Die Zeit konnte man vorher gar nicht so richtig einschätzen. Jetzt weiß man, was Claudia Pechstein heute geleistet hat. Noch ist der Wettbewerb nicht zu Ende. Alle Dank, dass Sie mit Ihren Trainern hierher gekommen sind. Ich darf mal kurz vorstellen, das ist